Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. In der letzten Folge konnten wir den Bossgegner von Traverse Town besiegen und sind jetzt hier im Refugium des Siegers angelangt. Jetzt machen wir auf jeden Fall mal das, was wir in den ersten zwei Parts vernachlässigt haben. Wir gucken uns unser Inventar an, wollte ich gerade sagen, nur irgendwie scheint es... Ach hier, nur eine Karte zu geben, wollte ich gerade sagen. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, Sets prüfen. Und hier sehen wir also auf der rechten Seite alle Karten, die wir angelegt haben und auf der linken Seite die Karten, die wir noch übrig haben und die wir wahrscheinlich nicht anlegen können, oder? Wir können es aber versuchen. Ach nee, Kartenpunkte 223 von 225. Das heißt, wenn ich den jetzt anlege, werde ich sicherlich, ja, viel zu viele haben. Mhm. Das heißt, das Set dürfte ich doch jetzt nicht mehr verwenden können, oder? So, dann gehen wir mal wieder rüber und nehmen das mal wieder raus. Wenn das irgendwie möglich ist. Ja, so. Ja, das ist natürlich ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich muss mich halt auch erst in das System reinfuchsen. Jetzt könnten wir mal gucken, wie viele Kartenpunkte hier diese Eiskarte zum Beispiel braucht. 19. Also ich denke mal, wir werden nichts weiter anlegen können. Nee, viel zu viel. Gut, also das ist das Beste, was wir bisher haben können. Und hier ist eine kleine Karte. Hier sehen wir übrigens nochmal den Speicherplatz, den wir in der letzten Folge ja erzeugt haben. Und ich glaube, immer wenn wir in einem Refugium des Siegers sind, dann haben wir eine Welt abgeschlossen, beziehungsweise dann ist wahrscheinlich die nächste Tür sowas wie der Ausgang. Dadurch kommen wir wahrscheinlich zurück in Schloss des Feinds, vermute ich mal. Und dann haben wir noch eine Karte. Königsanhänger 2, mhm. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello! What do you want? No hog in the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Okay, keine Ahnung, was der will, aber er macht keine halben Sachen. Und irgendwie fühle ich mich gar nicht bereit für so einen Kampf. Auch wenn wir auf Anfänger spielen. Irgendwie habe ich Angst vor dem. Huch, das wollte ich gar nicht. Man muss wirklich, das ist so schwierig. Jetzt lag auch eine Pause zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser hier. Jetzt muss man natürlich immer erst wieder reinkommen. Aber der Gegner sieht relativ human aus, sage ich mal, denn er hat nicht viele Leben. Und das hatte ich ja auch schon im letzten LP gesagt, dass es immer schon ein kleiner Vorteil ist, wenn man nicht gleich so eingeschüchtert ist am Anfang. Oh, der sticht gerade alles von uns weg. Das war jetzt richtig bescheuert. Oh Gott, ich habe gerade alle unsere Karten verballert. Oh, nee, nicht der erste Tod, bitte nicht. Das war absolut dumm, ich weiß. Vita. Und nachladen. Ey, was ist denn das hier? Ah, jetzt hätten wir natürlich gerade angreifen können. Jetzt musste er gerade nachladen. Hm. 6 hatte. Komm, wir stapeln. Und das ist eine Donut-Karte. Perfekt. Oder? Ja, Donut. Oh Gott, das wird so schwer. Ich kann einfach nicht kommentieren und gleichzeitig die Zahlen vergleichen, gleichzeitig ausweichen. Das wird ja alles. Das wird heftig. Das wird heftig. Eine Null. Ich brauche eine Null zum Stechen. Hm. Solange er unsere Vita-Karte nicht wegsticht, ist halt alles gut, ne?
Solange wir immer noch ein bisschen Heilmagie haben. Oh, jetzt hat er eine Null gehabt, das Schwein. Oh, ich muss nachladen. Was haben wir jetzt? Wieder ein Donut, sehr schön. Ah, nicht doch mit Feuer, Donut, Mann, da lädst du ihn doch mit auf. Nullkarte war wieder wichtig. Die Nullkarte ist halt wirklich, wenn er einen starken Angriff raushaut, wir können halt alles damit zunichte machen. Na? Man muss nachladen, das wäre der Moment. Der weiß natürlich auch, dass er sich wegporten sollte. Ich habe das Gefühl, ihm geht auch die Karten aus, weil er muss sich jetzt gerade ganz schön oft regenerieren. Aber es sieht sehr gut aus. Also, ich denke mal, wenn man das mal ein bisschen mit Ruhe angeht und sich alles durch den Kopf gehen lässt, beziehungsweise die Karten vernünftig vergleicht, dann ist es definitiv machbar. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Aber trotzdem der erste Kampf, vor dem ich wirklich richtig Respekt hatte. Another one? What to do? Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction, I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Ui, eine ganze Menge Weltenkarten erhalten, nämlich Agrabah, Olymp. Okay, ich habe nichts gedrückt. Das Spiel ist ja relativ schnell. So, und das ist sozusagen unser Weltenmenü. Ich glaube, wenn wir hier durchgehen, kommen wir in den Traversraum zurück, oder? Das muss ich mal kurz ausprobieren. Genau. Genau, und ich glaube, jetzt können wir selber mit den Karten die Welten erzeugen, die wir als nächstes bereisen wollen. Wir werden uns dann natürlich, betrittst du ein neues Stockwerk, werden alle generierten Räume gelöscht. Kehrst du später wieder zurück, musst du neue Räume mit neuen Raumkarten generieren. Hmm.
What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by, you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. What was it called? Gorge. Oh, it was, Holler? Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Tja, und so langsam wird wohl klar, warum das ganze hier Schloss ist in Fallens heißt. Desto weiter wir in den Stockwerken vordrängen, desto mehr vergessen wir. Die wabernde Kugel vor Sora ist ein Weltentor. Du kannst dich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast. Stell dich davor und drücke Dreieck, um das Menü für das Weltentor aufzurufen. Immer diese ganzen Tutorials, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Speicherplatz. Und ich hoffe, ich komme jetzt immer ein bisschen zum Reden. Ich meine, weil bis jetzt nur Kämpfe, Tutorial, Cutscene, also... So, und jetzt können wir uns auswählen, in welche Welt wir als nächstes gehen. Das Wunderland, Monstro, Halloween Town, Agrabah oder die Arena des Olymps. Und ich glaube, in Kingdom Hearts 1 war ja das Wunderland die nächste Welt und demzufolge werden wir uns ja auch versuchen, in etwa an die Reihenfolge zu halten, wie wir sie im ersten Teil hatten. Und deswegen würde ich vorschlagen, generieren wir als nächstes das Wunderland. Ja, also ist auch nicht meine Lieblingswelt. Einfach, weil ich auch den Disney-Film nie so gefeiert habe. Aber dennoch, irgendwann müssen wir es ja machen, nicht wahr? Hey, da kommt wer. Ich komme zu spät, ich komme viel zu spät, die Königin wird böse sein. Na, das kommt uns doch bekannt vor, oder? Komme ich zu spät zum Prozess, heißt das ab mit meinem Kopf. Was meinst du damit, ab mit deinem Kopf? Bei Fell und Barthahn, ich komme viel zu spät. Ab mit seinem Kopf? Für so einen friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Hat er recht, ne? Eigentlich ein Kinderfilm. Und wir bekommen wieder mal einen Schlüssel des Anfangs. Ja, und was mir halt jetzt schon auffällt, ist eben die Tatsache, dass immer, wenn wir quasi nicht im Schloss des Infernos sind, dann gibt es keine synchronisierten oder vertonten Cutscenes. Dann werde ich das immer vorlesen müssen. Eieiei. Dann werde ich mir mal meine ganzen Lesefehler abgewöhnen, die ich ab und zu mache. Und da rollt ein Donald. Den kann man doch ruhig immer einsetzen. Ich habe mir auch schon überlegt, jeden Kampf hier mitzunehmen, wäre für euch als Zuschauer natürlich relativ langweilig. Und deswegen habe ich mir schon überlegt, dass ähnlich wie im Kingdom Hearts 1 diese Extra-Parts geben wird. Die werde ich nicht vertonen, da werde ich einfach nur leveln und vielleicht ein paar Schatzkisten suchen. Sollte es die denn geben. Aber mir ist wie gesagt so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube man kann nur Räume mit Schatzkisten erzeugen. Genau, und in diesen Parts werden wir dann also nur Sora leveln und mir einfach das Haupt-LP sozusagen ein bisschen leichter machen. Aber da ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht Leute gibt, die es auch interessiert, seid dann dabei. Nur wir werden auch im Haupt-LP nicht drumherum kommen, ein paar Gegner zu bekämpfen. Denn... wir müssen logischerweise leveln und damit ich am Ende der Welt immer die Kämpfe schaffe. Außerdem brauchen wir natürlich auch Karten, um durch die Türen hier weiterzukommen, die aber noch verschlossen sind, sehe ich gerade.
Ne, denn nur mit Karten der richtigen Wertigkeit können wir auch die entsprechenden Türen öffnen. Und ich glaube, es ist am schlausten, immer erstmal auf die Karte zu gucken. Wir sollen uns hier einfach in diesen Raum. Und da brauchen wir genau unseren Schlüssel des Anfangs und eine grüne Karte. Moment, aber hier sind überall Schlingpflanzen vor. Wie kriegen wir die denn auf? Ah, alles klar. Ist jetzt nur die Frage, welche Tür das jetzt hier ist von beiden. Diese hier? Ne, natürlich genau die andere. Ja, wisst ihr was, dann nehmen wir noch einen Kampf mit. Kann nicht schaden. Oh, es wäre schlauer gewesen, wäre ich zuerst auf den Großen gegangen. Hm, schade. Also genau wie in Kingdom Hearts 1 ist dieser Gegner nur von hinten angreifbar. Das habe ich instinktiv schon richtig gemacht. Was ich wirklich an dem Spiel total cool finde, ist, dass wir theoretisch jeden Angriff unterbrechen können. Das ist schon ziemlich nice. Solange wir eben die Nullkarte haben, ne? Das heißt, man kann sich auch später vielleicht besonders schwierige Angriffe von Gegnern sparen, indem man eben einfach die Nullkarte aufhebt und im richtigen Moment einsetzt. Oh nein, die regenerieren sich. Stimmt, die waren das. Also entweder... Ey. Ja, das ist wieder was Doofes passiert, ne? Die haben eben alle unsere Karten weggestochen. Und man verliert halt immer die Geduld. Man will halt einfach X drücken. Das muss man sich wirklich abgewöhnen, wenn man nur die anderen Kingdom Hearts Teile gespielt hat. Und trotzdem, weil ich mir denke, es ist ein normaler Kampf, können wir jetzt hier auch einfach ruhig mal die Karten so wegspammen, sage ich mal. Ich bin der Überzeugung, dass wir das auch so schaffen. Und was bekommen wir dafür? Der Kampf war ja recht schwer. Eine Premium-Raumkarte, okay. Wir werden später noch rausfinden, für was die Karten alle gut sind. Ich werde versuchen, immer dann mal alle durchzuzeigen, weil ich weiß es ja wie gesagt auch nicht. Hier könnte man schon in den nächsten Raum noch mehr Gegner, aber wir wollen jetzt erstmal hier wissen, was überhaupt im Wunderland los ist. So, eine minus 2. Ne, ach, ich bin... Quatsch. Wir brauchen eine grüne Karte, das ist die Hauptsache, egal welche Wertigkeit. Die 8 ist mir zu hoch, deswegen nehmen wir die 2, würde ich vorschlagen. Und natürlich den Schlüssel des Anfangs. Also mein Call ist ja, wir kommen jetzt bestimmt in die Gerichtsverhandlungen, so wie wir die aus Kingdom Hearts 1 auch kennen. Hm, sei hier. Nur wahrscheinlich leider nicht vertont. Das scheint eine kleine Versammlung zu sein. Was ist denn der Anlass? Das muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen sprach. Alice, ist dir klar, was dir vorgeworfen wird? Natürlich nicht, ich habe nichts Unrechtes getan. Spiel hier nicht die Unschuldige. Dir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die mein Königreich bedrohen. Papalapap, wo sind die Beweise? Die Beweise, die habe ich alle vergessen, das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerung geraubt. Ihre Majestät muss sich erinnern, damit wir das Reich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist ja so ungerecht, also Königin hin oder her, ich kann doch nichts dafür, dass ihr euch nicht erinnert. So eine Frechheit, du sprichst hier mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest, du dreiste Diebin. Wer ist hier dreist? Sora? Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Ab mit ihrem Kopf. Moment. Dieser Prozess ist eine Farce. Ihr solltet nachforschen, bevor ihr Unschuldige verhaftet. Wie meinst du das? Heißt das, Alice hat mein Gedächtnis nicht gestohlen? Dann weißt du also, wer in Wirklichkeit der Täter ist. Sprich, sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Raus damit, wer ist der Dieb? Ich bin der Dieb. Wie mein? Was, wirklich? Natürlich nicht, aber was hätte ich denn sonst sagen sollen? Das ist echt verquer, Sora. Karten, schnappt sie! Ja, also die Geschichte ist leicht anders, aber die Kämpfe sind bis jetzt ja wirklich fast alle identisch, nicht wahr?
So, Donald, jetzt kannst du mal Feuer einsetzen. Das wäre jetzt ziemlich praktisch. Er nimmt Blitz. Und es macht auch erheblichen Schaden, wie ich gerade feststelle. Komm. Ja, es kommt natürlich nochmal neue, klar. Das war ein Goofy, oder? Oh, der ist aber relativ schwach. Da sollten wir uns überlegen. Das hauen wir mal in Kombination mit Vita raus, einfach um ein bisschen auf Punkte zu kommen. Daraus wird sogar ein Goofy-Schmetterschlag. Cool. Boah, das habe ich fast verkackt. Ich wusste nicht, dass man da Dreieck drücken muss. Und wir haben nochmal einen Goofy, der aber auch wieder sehr niedrig ist. Die Karten machen hier teilweise 7er Angriffe, also sollten wir den vielleicht wieder stacken. Ja, hol sie dir, komm. Oh, jetzt hätten wir gerade Donald und Goofy raushauen können. War's das? Ne, immer noch nicht. Ich spawn immer noch fleißig nach. Hm. Jetzt müssen wir nachladen auf jeden Fall. Jetzt könnte mal wieder eine Freundeskarte vorbeispringen, wenn nicht. Ah, die stechen ja auch die ganze Zeit unsere Karten weg. Wir haben immer weniger. Und jetzt sterbe ich hier gerade fast. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu unentschlossen spiele. Und hier haben wir einen Pluto bekommen. Ich glaube, Pluto hat uns ja so Lebenskugeln und sowas ausgegraben, ne? Oh Gott, das könnte der erste Tod werden. Bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und wenn das der Fall ist, dann war das, glaube ich, absolute Dummheit. Oh, verdammt. Also, wenn ich mit einem gerechnet hätte, ich wusste, es wird schwer. Oh, war ja. Aber in der dritten Folge das erste Mal zu sterben, ist mager. Sehe ich ein. Ich probiere es nochmal. Jetzt können wir das ja skippen. Ah, hätten wir vielleicht die Welten doch so spielen sollen, wie sie vorgeschlagen wurden? War das jetzt zu schwer? War ich zu schlecht? Ich habe aber das Gefühl, die Karten stechen halt ganz schön viele Karten weg, ne? Und deswegen spiele ich hier ein bisschen vorsichtiger, weil jetzt kriegen wir einen 9er Goofy. Der haut ja auf jeden Fall schon mal richtig rein. Ich habe jetzt auch nicht richtig aufgepasst, aber spawnen jedes Mal mehr Karten nach, oder? Also es werden immer mehr Karten, gegen die man dann auf einmal kämpft, sozusagen. Da hinten ist schon ein neuer Goofy. Also ich habe jetzt schon die ganze Zeit gesagt, ich finde es echt nicht einfach. Und wenn wir jetzt halt hier schon sterben, dann möchte ich gar nicht wissen, was später abgeht, wenn wir halt wirklich, keine Ahnung, auch mal auf einen Endgegner vom Spiel zusteuern oder sowas. Das wird auf jeden Fall nicht so lustig, glaube ich. Und ich merke, ich bin schon wieder fast tot. Das heißt, jetzt müssen wir auf jeden Fall Vita raushauen. Am besten in Kombination mit anderen Karten, damit die auf keinen Fall gestochen wird, die Karte. Wenn wir unsere Heil-Items verlieren, dann war es das. Am Sturmlauf ist natürlich immer schade, dass das wirklich nur so eine Attacke ist. Und dass ich gerade eben eine Null wieder gestapelt habe, war auch wieder absolut dämlich. Ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich nach der Folge schon den ersten Zusatzpart einschieben, einfach um ein bisschen zu leveln, um mir das Leben hier ein bisschen leichter zu machen. Weil ich finde es echt nicht einfach. Jawohl, aber das hat jetzt gereicht. Gut, aber das eben, das war zum Teil dumm. Zum Teil bin ich aber, wie gesagt, auch noch nicht richtig drin. Oh, und wir bekommen natürlich auch so eine Kartenkarte. Kartensoldat, ja. Und diesmal nehmen wir Vitalität. Also ich versuche. Oder? Spezialmanöver? Komm, Spezialmanöver. Jetzt haben wir auch den Betäubungsschlag, 3 Angriffskarten gleichen Typs, Gesamtwert 20 bis 23 und dann kriegen wir den Betäubungsschlag. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Puh. Hey, wo ist Alice? Sie ist wohl entkommen. Mag sein, aber ihr nicht. Wir wurden übertrumpft. Lauft! Schlüssel der Fügung. Das ist mal der mittlere Schlüssel. Also die Welten scheinen relativ schnell zu gehen. Vielleicht wären wir doch ein bisschen eher fertig als angenommen.
Ja, wie dem auch sei, wohin Alice geflohen ist, ob die Herzkönigin uns einfangen kann und ob in der nächsten Folge der nächste Tod wartet, erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.